Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Warframe mit Protaid zum zweiten Teil. So, jetzt sind wir hier schon wieder im Startmenü, loggen uns ein. Und jetzt müsste auch schon der Daily Bonus kommen. Man kriegt nämlich jedes Mal, wenn man sich einloggt, einen tollen, schönen, schlechten Bonus. Das hier ist zum Beispiel Platinum-Rabatt, was niemand braucht, weil ich bin kein Casher. Wenn man sich dann eine Woche hintereinander jeden Tag einloggt, dann hat man schon eine 3-Sterne-Belohnung. Und die werden dann einfach immer besser. Das ist ziemlich cool. So, dann würde ich jetzt sagen, ich habe ja alles erklärt. Gucken wir mal rum, wo waren wir stehen geblieben. Ach ja, hier Upgrade. Haben wir schön geupgradet. Yeah. Ja, das ist an sich ganz gut. Da können wir nicht viel machen. Abgesehen davon, dass wir jetzt auf Merkur klicken können. Das zweite Level starten. Sieger! Oh, ein Verteidiger, der beschützen wird, weiß ich. Na, das ist eben dieser eine Endboss auf jedem Planeten, wie ich schon gesagt habe. Die droppen dann auch immer schön tolle Sachen. Und da kriegt man dann auch die ganzen Warframe-Einzelteile. Yeah, also das heißt, Blaupause kauft man sich im Markt, dann kriegt man da die Systeme, den Chassis, das ist so die Körperrüstung und den Helm. Und aus diesen drei Komponenten baut man sich dann hier in der Schmiede ein schönes Ding. Ach ja, haha, ich habe mich ja selber zu unserem Clan eingeladen, letztens. Kann man jetzt auch hier schon sehen. Clanschlüssel, Blaupause. Und wenn wir die dann mal hätten, dann könnten wir schon unseren Clan. Aber wie gesagt, in diesem scheiß Merkur kriegt man nur Ferret. Fucking Zeug. Ja. Null Primärbündel, null Morphid. Sein Morphid kriegen wir wahrscheinlich bei Tolstoi, bei Vor. Vor hat man ja auch schon Vorspann gesehen. Es geht darum, dass der uns hier eben abfangen wollte. Es gibt auch eine richtige Geschichte, die kann man hier unter Geschichte lesen. Yeah. Das machen wir auch in einem extra Video, wahrscheinlich mit dem Stylen zusammen. Okay. Dann würde ich sagen, wo war ich eben stehen geblieben? Ach ja, und die droppen dann immer den seltenen Rohstoff auf dem Planeten. Das heißt hier Morphid, Venus. Venus hat keinen seltenen Rohstoff. Interessant zu wissen. Oder hier Neuronen, neurale Sensoren, Steuermodul. Hier ist Steuermodul der seltene Rohstoff und Morphid der mittlere Rohstoff, weil Steuermodul nochmal besser ist als ein Morphid. Das ist der Besondere unter den besonderen Rohstoffen. Also, egal. Dann würde ich mal sagen, starten wir mit M-Prime. Und zwar eine schöne Gefangennahme. Wir müssen den Korpus da gefangen nehmen. Es gibt nämlich einen Haufen an Missionen. Letztens hatten wir eine schöne Sabotage. Jetzt machen wir Gefangennahme. Es gibt auch noch Attentat. Das ist, wo wir Vor töten müssen. Und noch etliche andere Verteidigungen, wie schon im ersten LP beim Tutorial angemerkt. Da müssen wir die Kryopods verteidigen von welchen Gegnern. Leider ist die erste Verteidigung erst auf Venus. Kiliten, die ist aber, macht ziemlich Spaß. Aber da sind wir jetzt leider noch nicht, müssen noch einen ganzen Planeten machen. Etc. etc. Es gibt auch noch Sabotage oder Täuschung. Das heißt bei Sabotage Minen, Fahrzeuge vernichten. Oder Datapads irgendwo abliefern, mobile Verteidigung, da muss man Datapads an zwei verschiedenen Orten oder mehr manchmal sogar verteidigen und danach nochmal einen Kryopod. Es gibt hier echt einen Haufen. Fug. Okay, komm, dreh dich um. Hätte ich doch jetzt mal Schild. Nein! Das ist doch voll! Ach
Okay, jetzt haben wir auch schon unsere ersten Fähigkeiten, die ihr oben rechts sehen könnt. Also ich glaube, da muss ich nochmal trainieren, wann ich welche Fähigkeiten mit denen mache. Wie gesagt, ich habe es noch nie gespielt, keine Ahnung. Und dafür brauchen wir dann auch immer schön diese Energiesphären. Und wir verbrauchen Energie. Ach ja, und der Link-Quest ist der leichteste ever. Sammle 4 Energiekugeln. 5. Ja, und dann Busch auf. Was ist? Polybärbündel! Ja! Endlich mal was Gutes! Das brauchen wir für den Clan. Oh scheiße, man kann nur 105 Energie auf einmal aufsammeln. Was für ein Dreck. Naja, gut, wir haben uns jetzt lange genug aufgehalten, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Auf diesen Scheiß. Das ist ein Defizit hier. Hier die Map ist 2D und wenn es mehr Etage ist. Keine Ahnung, wo es lang geht mit dem Ausrufezeichen. Mit so einem bestimmten Raum bei dem Blumen, der regt so auf. Das ist gigantisch und man hat keine Ahnung, muss man nach oben, nach unten, ins Mittelgeschoss. Zum Glück kommt der erst ein späterer Level. So, die machen wir jetzt mal fertig. Okay, ich habe einmal Pult, einmal Schildpolaris. Schildpolaris bringt mich, weil ich damit nur meine Schilder aufsammle. Scheiße. Fug. Der sieht mich. Der wird mich sehen. Er guckt weg. Ja, der kommt. Okay, jetzt hab ich mich gemerkt. Ja, und 10, das bringt nichts, dann merken wir es alle. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Daily fertig. Und uns machen. Fuck! Oh, die sind nicht alle! Schweine! Ich glaube, jetzt werden wir normalerweise wegrennen. Das können sie es nicht. Hier! Und die Bright macht viel zu wenig Schaden. Ey, warte, den könnten wir jetzt schon pullen. Womit macht man das? Ja! Der fällt runter. Egal, der hat nicht mehr sterben. Alter, der stirbt auch noch. Nur weil ich den ranziehe. Weil ich vielleicht kaputt mache. Ja, egal. Was, der mich nicht meldet? Lotus. Sagt, dass wir uns entdeckt haben. Oh, nein, Okay, ich glaube, wir haben das gekauft. Nach und nach kommen dann. Egal, wir gehen trotzdem ganz gechillt durch und räumen alles aus. Wir sind eh besser als die, weil jetzt haben wir uns entdeckt. Nein, die haben uns nicht entdeckt. Wie geil! Gehen wir nochmal ins Los auf Patrouille. Fuck. Mist, Max Arms Möbel. Ach, scheiße, jetzt haben wir uns. Ah ja, jetzt. Warte, vielleicht ist er noch viel. Vielleicht. Was ist das da? Wieso hab ich das gewusst? Sehr gigantisch. Egal, wir sind positiv. Wir haben wenigstens ein Päckchen Polymerbündel gekriegt. Besser als gar nicht. So, jetzt machen wir noch etwas. All das bringt immer schön. Ha, da habt ihr es gesehen, 25 Fähigkeiten. Das bringt dann Erfahrung. Das ist doch an sich ganz geil, wenn wir Energie nicht aufnehmen kann. Machen wir es einfach mit Energie auf, was wieder voller Energie. Das heißt, wir sollen es ja nicht so gut machen. Erfahrung. Aber nicht. Ich hab gedacht, dass wir hier Schilder haben. Korpus sind die einzigen Schilder. Bei wenigstens haben wir Infestation keine Schilder. Alles positiv sehen. Oh cool, ich bin jetzt lang in einem Gefangenen. Oh, hätte ich jetzt doch nicht Scully gewinnen sollen, weil das ist der einzige Würfel. Okay,
Teile. Ja, dann würde ich sagen, wenn ich jetzt die Pistole habe, damit die das kann. So. Nee, das war der Schildkröte oder was? Hä? Nein. Boah, das bringt so viel Schilde. Ach, das ist Schilde. Das kann man echt im Kampf gebrauchen. Wenn man das macht. Yeah, sie ist auch schon level up. Das ist mal was Gutes. Okay, das passieren sehr viele gute Sachen. Aber egal, ich bin cool gemacht. Ich hab Polymer-Bundle. Das sieht ja noch ganz schön. Aber man soll ja nicht zu groß anfangen. Okay. Ah, und jetzt ist es auch schon markiert, unser Target. Wo ist es denn? Was sich versteckt? Hallo? I don't see. Ach, da! Ja, hallo, wie geht's denn so? Ey, vergiss das, wir pullen dich jetzt mal. Hey! Wieso? Was ist das für eine Verarsche? Alter! So schön mit meinem kleinen Fähigkeitsstand einfach nicht gehen. Das ist jetzt echt. Das wird ein Geräusch. Ach, da sieht man ja auch meinen Korpus ohne Helm. Ach ja, das ist ein Korpus, so sehen die auch schön zivilisierte normale Menschen. Und nicht so ähnlich wie Grünier. So, dann nehmen wir jetzt mal in uns auf, in unserer Schachtel. Ja, ich hab doch noch ein bisschen Arsch in meiner Karte drin. Und am Ende mal wieder. Ah, jetzt sind wir wieder mit Tür verriegelt. Das ist so unnötig. Ja, dann ist es. Da oben seid ihr. Könnt ihr mich verstecken? Ach da. Ich hab das Gefühl, die Darkness ist die rechte Seite. Macht mehr Schaden. Schießt mindestens nicht so schnell, wenn man schnell klickt. Kommt eben noch das Klicken. Nein. Der geht nicht noch. Fuck. Ja, oh, und das kann man nicht abbrechen. Das ist ja so, dass mir so ein Scheiß passiert. Dreck! Ja, dafür haben wir 50, 20 Energie wieder. Ja, das sind Dreck. Ich war schon am Einzelschuss. So, ich mach mir die fertig, damit wir uns nicht in den Rücken fallen. Ah, was willst du? Nein. Ich hab mir inzwischen auch wieder angewöhnt. Ich hab mir angewöhnt, immer mich sofort zu bewegen, weil es am schnellsten ist. Und boah, wenn ich im Dojo bin, das nicht so oft, dann kann man ja nicht kämpfen, weil alle Friends in der Gemeinschaft, wir sind ja nur loyal zueinander. Und dann kann natürlich auch diesen Move nicht, weil der zieht ja Schaden, das ist angekriegt. Das geht. Das geht so auf, wenn ich mich da bewege. Das ist so ätzend langsam. Und das ist alles so groß in der großen Hand und es dauert so lange da durch und... Oh! Ah, Mann. Was soll ich machen? Wenn wir es wiederbelebt haben, ist das Ziel wieder aus uns raus. Was für ein Kack. Müssen wir das jetzt wieder machen? Unnötig. So, dann... Jetzt holen wir uns das wieder. Hä? Nein. Hier. Aber. Wo? Hä? Ja. Was zeigt er uns denn jetzt an? Wir gehen jetzt einfach mal nach hier, weil. Ich weiß nicht. Ja. So. Gut. Da können wir gar nicht zeigen. Halt's Maul! Ja, das ist... Ja, das ist...
Weil einer Pferde braucht. Ich wollte die ganze Kohle nicht mehr. Ich hatte übertrieben viel. Es gibt wahrscheinlich Leute, die haben wesentlich viel. Wesentlich viel mehr, aber. Ja, ich wollte die Kohle nicht mehr. Und ich hab's geschafft. Auf 60. Nee, inzwischen hat das geholt. Ja, er ist gerade im Bau und drei Tage noch fertig. Und er ist so Warframe. Ich war immer noch in Excalibur unterwegs. Geschafft, auf 25.000 Punkte zu kommen. Ja, ich habe mein Ziel erreicht. Naja, was ich immer kann, brauche ich die Unfairness der Welt. Ich bin abgebaut, die Leute, und hier haben wir zu viel Cola. Weil das hier recht hoch ist. Ja, so. Egal. Also. Ja. Jetzt selber viel. Jetzt haben sie es erst hier gelingt. Aber den Fall kenne ich an sich, dass wenn man sich dann wiederbelebt oder von einem anderen Raumschiff auch wiederbelebt wird, dann hat man auch eigentlich diese Aura nicht mehr. So, echt, sorry Leute, aber ich werde hier irgendwie die ganze Zeit unterbrochen. Ich hoffe, das fällt nicht zu sehr auf, dass ich hier mal pausiere. Zum Glück sind wir im Solo-Modus und ich kann hier Pause machen, ansonsten das ganze Spiel am Arsch. Hoffentlich fällt es nicht zu sehr auf und ich versuche auch, dass es sich ändert. Ja. So, ja, wo man sich hingeht. Vergessen. Egal. Zum Beispiel machen wir sie fertig. Wo seid ihr auch in dieser scheiß Bug, dass das wir haben noch wenig Munition. Hahaha. Wärst du da doch. Oh, Alter. Ganz ruhig. Also wärst du da wohl nicht angerannt. Was machen wir jetzt? Ja. Das war. Aber wir müssen nach dahin. Nein. Wie geht das hin, oder was? Auf wieder nur 18. Nur 18, Mann. Das bringt nichts. Ich muss unbedingt hochfusionieren. Schon wieder Ferrat. Ich muss besser werden. Ach, wie viele wollen hier noch kommen? Alter, was ist das denn für ein Ziel? Ihr habt eh schon verloren. Seht's ein. Nö. Schade, dass wir jetzt die Wartung nicht haben. Aber da kann ich ja neue Munition. Ah, da kann man nicht was sagen. Hohoho. Ah ja, Vorteile. Ich hab die Leute gekauft. Vorteile ist doch auch was Feines. Ja, aber ein bisschen neue Energie können wir auch gebrauchen. Wir wechseln immer dieses Push. Nein, warte, wie heißt das? Gegner holen auf jeden Fall. Mit Shield Polaris. Obwohl Shield Polaris eigentlich bringt. Ich glaube, ich lasse das mit dem. Er kommt gleich raus und. Mist, wir sind dieses Level noch gar nicht gelevelt. Das ist scheiße. Ja, würde ich sagen. Tauschen wir das. Vielleicht nicht die Rettung. Ja, dieser Magnet. Aber der bringt für uns jetzt auf diesem Level gut nichts. Wollte ich mal sagen. Nein. Wir fahren auch nicht mehr. Oder wir haben uns zu, aber wir haben auch keinen Fusionskern. Und die anderen dürfen ja auch nicht so verschwinden. Weil man kann auch einfach mit anderen. Nein, das lässt sich denn bleiben. Kann auch mit anderen hochmodden, mit anderen Mods, so wildfremde und nicht mit dem gleichen nur der Fusionskern. Das bringt erstens nicht so viel Auftrieb und zweitens weil wir noch nicht so viel. Und das ist alles ultra wichtig für uns im Moment. Egal was wir haben, alles ist besser als nichts. Und ja, das beschäftigt mich, wie wir jetzt sind.
ein genauer Band wie Paris oder sowas. Was cool ist. So, Paris ist hier im Bogen. Das ist aber richtig cool eigentlich. Ich würde sagen, vielleicht auch das Beste. Ja. Also, nein. Paris und Red und Paris Prime. Es gibt von manchen Waffen Prime-Waffen. Kriegt man im Voice. Ja, eine Waffe. Und ja, der ist ein bisschen stärker als der normale Paris, eben eine kleine Aufrüstung, was auch halt. Und dann gibt's noch Dread, das ist der Bogen von Stalker. Es gibt ja so einen tollen Stalker. Nein, das ist nicht der Stalker, sondern der heißt einfach so, der kommt dann, der ist so ganz schwarz und mystisch. Ja, und der macht einen dann fertig. Ja. Und dann geht es mit Stark, weil er dann noch nicht der Waffe schon hier was gehört und nicht gerade die gut sind. Den kann man auch nicht wirklich ein bisschen beibeschwören, das regt auf. Ja, und manchmal kommt er dann einfach. Aber da muss man schon ein bisschen lange spielen. Der droppt eben manchmal auch Blaupausen von seinen Dread oder warte, wie heißt die? Warte. Scheiße, der hat auf jeden Fall so coole Wurfmesser. Es gibt auch die coole, das sind die normalen. Und eben diese Dinger. Ja, die sind auch besser als die normalen Kunai. Aber Mann, ich hab vergessen, wie die heißen. Nein. Scheiße. Egal. Und dann hat er noch eine coole Sense, Held. Und die droppt er dann manchmal. Und Red ist ein mega geiler Bogen. Den habe ich auch. Yeah. Auch wenn ich auf meinem anderen Account meinen plus Traum mit der Karte. Ja, ich rede hier sehr viel von meinem anderen Account. Vielleicht mache ich auch mal mit dem ein IP. So, und dann. Das hier verballern wir und sind in Extraktionspunkt. Mission erfolgreich. Wir haben einen Morphin! Bam! Wir haben einen Morphin! Ja! Alter, schon im zweiten Level! Und noch einen anderen Mod, wovon ich auch nicht weiß, woher wir den haben. Woher haben wir das geile Zeug? Bam! Ja, ich freue mich gerade mega. Jetzt brauchen wir nur noch einen Haufen Pulli mehr, aber dann können wir den Clan. Yeah! Kohle fehlt uns auch nicht. Okay, dann würde ich sagen, war's das für heute. Ich will nämlich nicht mehr so lange Parts machen, eher so kleinere. Das erste, der war ja aber auch in Ton, ja. Ich verteidige mich jetzt schon. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, das war's mit Let's Play Warframe Part 2.